Ich grüße euch und herzlich willkommen auf Freigeist TV und zu einem weiteren Guardians of Galaxy Video. In diesem Video geht es um Lipless und die perfekte Entscheidung. Solltet ihr euch perfekt entschieden haben, dann wird Lipless euer Freund und ihr bekommt gewisse Vorteile im späteren Spielverlauf. Sollte euch das Ganze dann gefallen haben, würde ich mich um einen Daumen nach oben freuen und ein kostenloses Abo. Wie immer lasse ich dieses Video unkommentiert und ich würde dann mal sagen, viel Spaß und wir sehen uns dann im nächsten Video. Was? Nein, nein! Wie könnte so ein Gesicht vergessen? Das ist echt krass! Das ist übel! Das ist total übel! Weißt du noch, du noch, Tata? Du! Du! Stopp! Peter, wovon redet er bitte? Das ist ein Song! Richtig? Ach, echt? Ja, natürlich ein Song! Von dieser Hymne schworen Peter und ich unseren unzerstörbaren Bluteid. Ist das so? Unzerstörbarer Bluteid ist der ernste Verpflichtung, Peter Quill. Oh, nein, warte, natürlich, ich erinnere mich, also du, ich, die Musik. Ich sag dir was, Peter, wie wär's du und ich? Storm Riders, zusammen, einmal wie früher. Jetzt geht's ab. Du willst, dass ich singe? Together, Killian, gonna finish the fight! Cause the storm gonna rage till the end of the night! Come Peter! Zusammen! Roaring like a hurricane! Ride the storm! Ride the storm! Kriege ich einen Cocktailspieß? Ich muss meine Ohren abmurksen. Komm schon, Mann. Was denn? Komm, wir singen die nächste Zeile. Weiter! Together till the end, now we look to the sky. Lightning strikes twice, now it's our time to fly. Sing mit mir, Peter. Diving through the pouring rain. Pouring rain. Ride the storm. Storm Rider. Storm Rider. Storm Rider. Yeah. Ja, du hast noch drauf, Peter. Komm her. Was für ein Flak. Hauen wir ab, Groot. Go to Titan! Jetzt der Boss der Ravagers? Es heißt, Yondu wurde im Kill eingewuchtet. Was, ich meinst du? Nein, ich hab jetzt eine neue Crew. Und du? Machst du noch das, was du so machst? Nein, Sir. Nova Corps hat meinen Partner auf Malilia geschnappt. Aber das ist okay. Ich habe eine neue Geschäftspartnerin. Sie kennt sich mit Viehzucht aus. Sozusagen. Nur blöd, dass sich das mit dem Züchten erledigt hat, wenn sie mit den Viechern durch ist.
Tja, da fällt mir ein. Ich muss leider los. Wirklich? Mann, das ist echt unglaublich schade. Okay, hör zu, Peter. Ich entschuldige, dass ich dich beinahe erschossen hätte. Du hättest mich doch nicht echt erschossen. Oh, absolut. Voll in den Kopf. Aber so behandelt man natürlich keinen Stormrider, stimmt's? Dafür habe ich was anderes für dich. Und zwar das hier. Was ist das? Ein Ticket für das Collectors Emporium. Ich hab's gekauft, weil ich dachte, ich hätte Zeit, mir die Exponate anzusehen. Wow, danke, Mann. Das ist Hammer. Hey, dafür nicht. Und denk dran. Ride the storm. Okay, bis dann. Sehr schön, Peter. Hätte schlimmer sein können.